Ja. Weizspann. Weizspann, ja. Weizspann ist dann Weiz sozusagen. Soweit habe ich es dann wieder kapiert. Weizbahnhof, weil dann ist nicht mehr weiter gegangen. Da war ich wieder zu Weizbahnhof zurückgegangen. Da hätte ich mich jetzt gewundert. Ja, wenn ich Weizwinterspach, Weizbahnhof, Weiz, und dann war ich nächster als Weizbahnhof, dann hätte ich ja so gewollt. Und dann nur mehr Weizwinterspach, die haben zwei Winterspach. Aber ich habe schon kapiert, dass ich jetzt aufstehen muss. Dann hat er auch alle anderen ausgestiegen. Ich war noch bloß drei Leute. Mit mir. Und einer hat sich vorher bei meinem Spannkonferenz ausgelegt. Schön, dass ihr wenigstens da geblieben seid. Ich hab nicht so viel weinen müssen. Weil, oder gibt es da noch mehr? Ist kalt? Ja. Ja, weil nicht so viel Eis da sind. Wir haben extra wenig Eiswasser. Weil entweder haben wir gemeint, also es gibt eh keiner, dann hätten wir völlig umsonst Eiswasser. Und andererseits, heute auch sagen, dass die Bude voll wird, dann hätten wir gar noch keine Quatsch gebracht. Und das Zwischending ist ungut. Und das ist eigentlich nicht, oder? Ja. Oder passt was? Angenehme Temperatur. Von dem wieder Fernseher, aber. Da müssen wir nur noch mehr Fernseher stecken. Da hätten wir ja überhaupt diesmal überhaupt. Nein, jetzt kommen wir überhaupt erst auf die Idee. Wir hätten ja eine Übertragung machen können. Da hier vorne ein Nordstrom-Fernseher her, das ist halt eine Röhre, einen großen 80er. 80er Röhre, das war ja noch nicht groß. Also halt. Ja, naja, auf jeden Fall 80er Röhrchen, dann können wir da ja vorne hinstellen, ihr hättet ja super Plätze gehabt, hättet ja sogar noch weiter Tiere sitzen können. Und ich hätte vor der Warnung über meine Videokamera, hätte ich da spielen können, und dann hätte ich mir die Fahrerei erspart. Und das geht jetzt mal einfach über mich. Also überhaupt, das ist die Zukunft, glaube ich. Das ist die Zukunft. Als Hologramm, jawohl. Nein, das machen wir nichts mehr. Auch nicht, gell? Ja. Und vor allem ist dann der Röhrenfernseher. Nein, wir müssen mich mit einem Dorf Eintritt verlangen und daher ist dann zum gemeinschaftlichen Fernsehen. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Da werde ich mal ernsthaft drüber nachdenken. Dann spiele ich eine Deutschlandtour. Nein, ein Europa. Deutschland, Österreich, die Schweiz. Ich habe ja letztes Jahr spiele ich erstmal in Dänemark. Wirklich, ja, wirklich, komm ich zur Anfrage gekommen. Da habe ich gesagt, du, ich mache bei bayerische Lieder. Da habe ich gesagt, das macht nichts, sagt er, weil das Dänische klingt eh so ähnlich wie das Bayerische. Und das hat er nicht gut. Und das war die einzige Antwort. Normal überlege ich mir, jeden Tag habe ich das der Fahrtkosten und so, wie viel brauche ich Engage, wie rechnet sich das und so weiter, weil man muss ja ein bisschen Geld dafür verdienen. Und bei der Vermieter, waren sie mal. Weil da kann ich auch nicht sagen, gut, jetzt sind drei Konzerte schlecht gelaufen und so, ja, das passt schon. Und also der besteht da schon auf seinem Grund. Und auf jeden Fall habe ich, das war die einzige Anfrage, wo ich nicht gerechnet habe, wo ich nicht überlegt habe, da habe ich sofort gesagt, Dänemark, ja, das mache ich. Nächstes Mal. Das kennt ihr mit, oder? Das ist super. Aber dann versteht ihr aber. Ich wollte da ein ganz anderes Programm machen. Das ist scheißegal. Da können wir auch total oft verdienen, das macht gar nichts. Und auf jeden Fall kann ich mal der Deutschland- und Europa-Tour machen von meinem Wohnzimmer aus. Aber ich meine, geht mal hin, eigentlich an einem Abend, da kann die ganze Tour an einem Abend spielen, wenn wir das jeweils übertragen. Das ist die Zukunft, da brauche ich nur noch einen Tag im Jahr arbeiten. Ja, ich bin die Fußball-WM. Wenn wir während der Fußball-WM machen, gibt es wieder keinen. Was? Du kennst? Ja, das stimmt. Glaubt auch, oder? Wir sind ja auch noch vergessen. Das ist überhaupt die Zukunft. Ich werde ernsthaft darüber nachdenken. Also vielleicht sechs Minuten persönlich, sondern nur noch über das Fernsehen. Wir werden das durchsehen.
Aber das könnte man dann nur mit einem Röhrenfernseher haben. Weil auf dem Flachbild würde ich nicht gezeigt werden. Oder Leinwand. Leinwand darf dann schon wieder gehen. Beamer. Oder zur Videowand. Die sind überhaupt noch voller Geld. Eine Videowand, wie das früher bei Wetten, das Zimmer gehabt hat, wo eigentlich auch der kleine Fernseher, und das Bild ist total komisch, weil du siehst immer dazwischen die Streifen durch, aber trotzdem hat es immer super ausgeschaut. Das hätte ich gerne. Habe ich 50 Stück. Können wir das alles noch machen, oder? Da ist jetzt der verantwortlich, sagt ja nicht. Der hat das ganze Club. Ich lasse da mein DVD da, dann brauche ich nicht einmal selber Kunden. Solange vielleicht Eintritt soll, ist mir das völlig wurscht. Dann spielen wir die DVD und vielleicht nach Ruhig, der spielt ein super Konzert von der Warmer. War das schon einmal. Das ist die Zukunft, meine Damen und Herren. Das ist dann ein, darum sagen wir ja so wenige Leute. Weil wir sind die, die in die Zukunft machen. Und das wissen die anderen noch nicht. Sind das die da nicht?